begrüße Sie recht herzlich hier auf der Maintenance Stuttgart 2016. Die Maintenance ist die führende Plattform für industrielle Instandhaltung hier im Süden Deutschlands. An zwei Tagen können sich Fachbesucher rund um das Thema industrielle Instandhaltung umfassend informieren. Sei es auf unserem Science Center, im Rahmen der Guided Tours oder bei unseren Ausstellern. Hier bleibt keine Frage offen, wenn es um das Thema keine Zukunft ohne Instandhaltung geht. Der VDI ist der führende technische Verein. Wir sind das führende Netzwerk und in Kooperation mit den Messen können wir das Netzwerk noch weiter voranbringen. Wir veranstalten heute mit der Messe Maintenance das erste Jahrestreffen der Young Professionals in der chemischen Industrie. Und wir wollen den Nachwuchs zeigen, welche Leidenschaft Messen zeigt. Nirgendwo auf der Welt habe ich auf engstem Raum so viel Know-how, so viel Kompetenz, so viele innovative Lösungsmöglichkeiten zusammengeführt wie auf einer Messe. Und wir freuen uns auf den gemeinsamen Besuch auf der Messe Maintenance. Im Zeitalter von Industrie 4.0 suchen wir alle nach Anwendungsfällen, wo wir die Ideen, die damit verbunden sind, unmittelbar einsetzen können. Und die intelligente Instandhaltung, die Smart Maintenance, repräsentiert alles, was mit Industrie 4.0 verbunden wird. Und es hilft ungemein, den Standort Deutschland tatsächlich zu verbessern und zu erhalten. Wir erleben, dass sich die Welt grundlegend gerade in der industriellen Welt verändert. Die Frage ist, ist die Instandhaltung darauf vorbereitet? Was muss die Instandhaltung tun? Wir sehen an den Vorträgen des Science Centers, wie groß, wie wichtig das Thema Industrie 4.0 ist, auch für die Instandhaltung. Wichtig ist eben, sich nicht nur auf die technologischen Aspekte der Industrie 4.0 zu fokussieren, sondern auch die Dimensionen der Organisation und letztlich auch der Mitarbeiter hier umfassend zu beachten. Es geht um die intelligente Mischung aus Technik und menschlichen Faktoren, das ist ganz wichtig. Es sind nicht nur Sachaspekte, es sind vor allem auch menschliche Aspekte. Das heißt, ein guter Service-Dienstleister, ein guter Techniker muss auch gleichzeitig ein Versorger sein für menschliche Aspekte, Ängste nehmen, Kompetenz vermitteln, Kontrolle den Kunden mitverleihen. Nur so kann man dann auf allen Dimensionen punkten und nicht nur die technischen Aspekte per se erfüllen. Wir präsentieren hier auf der Maintenance in Stuttgart After-Sales-Lösungen für unsere Kunden in Bezug auf zum Beispiel Wartungsverträge, zum Beispiel Servicefälle im Vorfeld erkennen, Monitoring-Systeme und sehen hier eine sehr gute Kundenqualität, die wir hier antreffen und sind da von daher mit der Messe sehr zufrieden. Thema ist Industrie 4.0, Instandhaltung 4.0. Da spielt das Thema Vernetzung eine ganz große Rolle. Das kriegen wir ja auch vom Kundenfeedback mit. Die Kunden, die uns hier besuchen, kommen aus allen Bereichen des Unternehmens, sind sehr wertvolle Kontakte, die wir hier gewinnen. Und wir können hier den Kunden wirklich demonstrieren, dass wir, ich sag mal, vom Sensor bis zum Remote Service die ganze Kette abbilden können mit unseren Lösungen. Da ist einfach das Interesse da, diese Lösungen möglichst ideal zu vernetzen. Wir sind zum zweiten Mal hier auf der Maintenance und haben ein sehr tolles Feedback von unseren Kunden für unsere Lösungen in Bezug auf Industrie 4.0. Wir haben eine Software, die wir kostenlos anbieten, die dem Instandhalter von heute ermöglicht, einfach aktiver und innovativer an die Sache dran zu gehen und das Ganze selbst zu gestalten. Und damit können wir sehr zufrieden sein. Wir sind Anbieter einer modernen Lösung für die mobile Instandhaltung und wir sind mit dem ersten Andrang sehr zufrieden. Der erste Messetag war sehr positiv für uns und wir hoffen, dass wir viele Leute noch von unserer Lösung begeistern können. Wir sind hier auf der Maintenance in Stuttgart, um unsere Kunden aus dem Instandhaltungsbereich anzusprechen. Insbesondere interessant hier sind die Themen Thermografie, im Bereich Elektrothermografie, Energieeinsparmaßnahmen an Gebäuden und freuen uns auch in der Zukunft hier weiterhin die Kunden aus dem Instandhaltungsbereich recht herzlich begrüßen zu können. War super hier auf der Messe, einfach mal geballt die Aussteller zu sehen, mal zu hören, was sie anzubieten haben. Das Internet ist zwar schon ein breites Spektrum, aber vor Ort noch mal persönlich mit den Firmen zu sprechen, das vermittelt einen komplett anderen Eindruck.
Hierzu haben wir jetzt hier uns eine Übersicht verschafft an Software, was es auf dem Markt so gibt. Haben sehr intensive Gespräche geführt, wo auch wirklich zu unserer Zufriedenheit waren, weil eben sehr viele Informationen geflossen sind.